Buonasera. Guten Abend, herzlich willkommen an alle zu diesem Weg, zu dieser Begegnung mit dem Titel So haben sich unsere Leben verändert, die Gerechtigkeit jenseits der Strafe. Das, was hier anfängt, ist eine Begegnung, die wir pflegen müssen, mit Aufmerksamkeit. Wir müssen in diese Dinge hineingehen, in diese Themen, mit Diskretion hineingehen, flüsternd und vor allen Dingen darauf vorbereitet sein, zuzuhören, mit einem Zuhören, das, um diese Worte zu benutzen, die Worte der Protagonisten dieser Begegnung zu nutzen, man muss den Impuls beiseite lassen, dass alles sofort klar sein muss und dass man sofort alles auch verurteilen oder beurteilen muss. Ein Zuhören, das von uns die Verfügbarkeit verlangt, sich einbeziehen zu lassen, auch wenn man nicht unbedingt überzeugt werden kann. Das sagen Sie selber. Das sind Zitate aus einem wunderbaren Buch, das am Ursprung dieser Begegnung steht. Und es ist das Buch der Begegnung, so ist der Titel des Buches, das diese Geschichte erzählt. Also, hier braucht es das schweigende Zuhören und das ist die Methode, die von der Erfahrung spricht, die wir jetzt treffen. Worum geht es? Wir hören zu den Früchten einer Erfahrung, die sich über 7 Jahre entwickelt hat, in Begegnungen zwischen Opfern und ihren Familien und den einigen verantwortlichen linker Terroristen aus den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es ist auf persönlicher Ebene eine sehr kritische Angelegenheit, weil hier die Protagonisten auch angewiesen sind. Und es ist auch politisch eine sehr schwierige Frage. Es sind die schwierigsten Zeiten der italienischen Nachkriegsgeschichte. Und hier haben wir auch immer noch sehr geteilte Ansichten über das, was damals die Wahrheit war. Wir sprechen von Verletzungen, die vielleicht nicht heilbar sind. Aufgrund der Tiefe der Gefühle, der menschlichen Gefühle, die wir berühren werden, und aufgrund der Schwierigkeit der historischen und institutionellen Implikationen müssen wir uns mit großer Umsicht dieser Begegnung nähern, mit großem Respekt. Verstehen wir uns richtig, das, was uns hier erwartet, ist keine historisch-politische Analyse der Jahre des Bleis, wie sie in Italien heißen. Unsere Protagonisten sind hier, weil sie wieder Protagonisten waren einer Geschichte innerhalb der Geschichte Italiens. Eine Geschichte, die aus einem menschlichen Weg besteht, die von Leuten, die sich einbeziehen lassen. Sie sagen es von sich selber und das sind Zitate aus ihrem Buch. Es geht um den menschlichen Aspekt, um einen Weg von Personen. Es geht um Erzählungen von gelebten Situationen, von Gefühlen, die ihre Kraft und Glaubwürdigkeit einfach aus der Tatsache beziehen, erzählt worden zu sein, in Anwesenheit dessen, der unser Gegner war. Das ist eine unglaubliche Begegnung, ein unmöglicher Weg, ein unvorhersehbarer Weg zwischen den Autoren dieser Gewalt und ihren Opfern. Wir werden persönliche Erfahrungen hören, die nicht einfach nur privat sind, obwohl sie sich in größter Diskretion abspielten. Niemand wusste von diesen 7 Jahren, in denen sie sich begegnet sind. Daraus gilt eine kulturelle Lehre hervor und das verdient öffentliche Aufmerksamkeit, dass deswegen danke ich dem Meeting und die Verfügbarkeit im Meeting, diese Begegnung zu beherbergen. Das Meeting möchte, dass dieser Reichtum einer kleinen Gruppe von Personen, ca. 10 Personen, eine Wohltat für alle werden kann. Also passen wir auf die Adjektive. Es sind sehr persönliche, diskrete, aber nicht private Erfahrungen.
In ähnlicher Weise sind sie öffentlich, aber nicht institutionell oder politisch. Ihre Erfahrung spielte sich ab außerhalb von formellen Mandaten und Anerkennungen. Was hat eine solche Erfahrung in Bewegung gesetzt? Vor allen Dingen das persönliche Bedürfnis von jedem von Ihnen, einen Weg des Lebens anzufangen, neu anzufangen, seitens der Opfer und seitens der Schuldigen. Und so zweitens eine inspirierende Erfahrung, die in einem anderen Teil der Welt anfing, in Südafrika. Die Erfahrung der Kommission für Wahrheit und Versöhnung, die einem von der Apartheid gespaltenen Land ermöglichte, neu eine Einheit wiederzufinden unter der charismatischen Präsidentschaft von Tutu. In den Worten von Adolfo Ceretti, den wir später hören werden, liest man, als wir die Einladung einiger früherer Mitglieder von dieser Terroristen bekommen haben, sie zu begleiten, damit sie nicht für immer im Zorn verschüttet blieben, sondern man wollte die Wahrheit suchen, die Verantwortung suchen in konstruktiver Weise, um herauszukommen aus den eingefrorenen Erinnerungen über die Konflikte. So hat sich die Südafrikanische Kommission als Paradigma angeboten, um diesen Weg zu beschreiten, den wir immer noch durchlaufen. Die Tatsachen kann man nicht ausradieren, aber ihre Bedeutung kann neu angeschaut werden für die Zukunft. Was beeindruckt von den ersten Seiten des Buches an, ist die Gegenwart von zwei semantischen Blocks von Worten. Die ersten sind negierend, unwahrscheinlich, unreparierbar, unreduzierbar, unkompatibel, ungerecht, Worte, die mit un anfangen. Die Negation, die Verurteilung einer Vergangenheit, die doch Gegenwart bleibt. Aber sie bleiben da nicht stehen. Es gibt einen zweiten semantischen Wortblock mit dem Präfix wie neu anschauen, neu anfangen, neu anerkennen, eine reparierende Gerechtigkeit, erinnern, erneuern, sich neu ins Spiel bringen, reparieren, neu anschauen. All diese Worte spielen an auf die Möglichkeit einer Perspektive, die neu wird, obwohl sie dieselbe von vorher ist. All diese Unheilbarkeit, Unvergebbarkeit, all diese Negierung, wie der Präfix un suggeriert, öffnet sich für eine Neugeburt, die unvorhersehbar ist, sagt eine Autorin dieses Buches, Claudia Mazzucato, die nicht hier sein kann, aber der wir danken. Das, was hier geschehen ist, erinnert an Eugenio Montale. Ein Unvorhergesehenes ist die einzige Hoffnung. Ich erlaube mir, Worte an die junge Generation hier im Saal zu richten, um daran zu erinnern, was der Kontext der Jahre des Bleis in Italien ist. Die Geschichtsbücher von euch kommen nämlich nicht bis dahin. Die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts waren zwei Jahrzehnte mit höchstem sozialen Konflikt. Einige Konflikte hatten schon das ganze vorhergehende Jahrzehnt durcheilt, aber am 12. Dezember 1969 gab es eine neue Qualität in der Gewalt und es ging um den Sturz des Staates. In Mailand, in der Landwirtschaftsbank im Herzen von Mailand, hinterm Dom, explodierte eine Bombe, die 17 Tote und 48 Verletzte ergab. Das war die Mutter aller
Morde, die dann folgten. Das war der Beginn des bewaffneten Kampfes als Möglichkeit des Umsturzes. An diesem Tag gab es 5 Bomben in Rom und Mailand, aber nur in dieser einen Bank gab es Tote und Verletzte. In den 70er Jahren wird dieser bewaffnete Kampf intensiviert mit sehr vielen Opfern. Die Opfer wurden ausgewählt aufgrund der Rolle, die sie in der Gesellschaft spielten, aber die Angst in der Gesellschaft breitete sich überall aus. Die 70er Jahre und 80er Jahre wurden deswegen Jahr des Bleis genannt. Attentate, viele Tote. Warum diese Gewalt im sozialen Leben? Ich möchte die Aufmerksamkeit der Jungen haben. Es ging nicht nur um destruktive Energien, die den Zweck in sich selbst hatten, sondern es ging um eine Gewalt, die aus einem politischen Kampf entstand für eine gerechtere Gesellschaft und die an einem bestimmten Punkt eine gewaltsame Form des bewaffneten Kampfes angenommen hatte. Die Gewalt gab es rechts und links als Instrument, das immer mehr als legitim empfunden wurde, um politische Ziele zu erreichen, die diese Leute sich vornahmen. Wer wurde darin verwickelt? Das sagt das Buch in einem Zeugnis. Ich zitiere, ich war auf einer öffentlichen Schule, nämlich im Liceo Berce in Mailand. Ich bin dann zur staatlichen Universität Mailand gegangen. Viele meiner Schulkameraden sind in den bewaffneten Kampf gegangen. Ich habe alle ihre Ideale geteilt, die wir aber mit verschiedenen Verhaltensweisen identifizieren konnten. Sie waren jugendlich, sehr jugendlich zum Teil, 20, 22 Jahre, wie alle. Sie waren keine Versager, sondern sie waren aus guten Familien, gut gebildet, angezogen von politischen Idealen, die in so radikaler Weise gelebt wurden, dass sie dann zur Gewalt führten. Wenn das die waren, die darin verwickelt waren, wer wurde dann getroffen von den Attentaten? Öffentliche Persönlichkeiten aufgrund ihres Amtes. Politiker, Richter, Journalisten, Professoren, Ordnungskräfte, Direktoren von Firmen. Ich zitiere, es gab etwas, das alle Kampforganisationen einte. Es ging darum, die Maschine des Staates auszuhebeln und die Macht anzugreifen. Die Notwendigkeit war, die Macht dort anzugreifen, wo es am effizientesten war. Also wurden die Funktionen angegriffen. Die Besten waren das Ziel, was wir uns vornahmen. Die ausschalten, die an den Kommandohebeln saßen. Der Gipfel der Spannung und der Destabilisierung waren die 55 Tage vom 16. März bis 9. Mai 1978 mit der Entführung und des Ermordens von Aldo Moro, eines der größten Protagonisten des italienischen politischen Lebens. Und auch Mattarella hat bei der Eröffnung dieses Meetings an ihn erinnert. Er war Mitglied des Verfassungsrats, Präsident des Ministerrats, mehrfach Minister, Außenminister, Sekretär der Democrazia Cristiana, ein großer Staatsmann und mit großer moralischer Qualität. Ich habe ja keine Zeit, seine Briefe zu zitieren, aber ich rate euch, sie zu lesen. Er war Promotor einer linksliberalen Politik, um zusammen mit der Kommunistischen Partei Verantwortung zu übernehmen. Er wird einige Tage nach einer wichtigen Rede entführt. Er wollte eine neue Regierung bilden, die charakterisiert war von einer Zusammenarbeit zwischen Christdemokraten und Kommunisten am 9. Mai nach 55 Tagen
der Gefangenschaft wird er von den Roten Brigaden umgebracht. Er war 61. Ich höre sie nicht. Mit dem Selbstmordmodus wurden die Institutionen getroffen, wie das alltägliche Leben der Leute getroffen wurde und das gesellschaftliche Leben. Im Lichte dieses historischen Backgrounds kann man die Außergewöhnlichkeit dieses Treffens, bei dem wir sind, verstehen. Auf der Bühne, wen gibt's da? Agnese Moro, Sozialpsychologin. Sie ist Forscherin. Und kämpft gegen soziale Ausgrenzung. Sie forscht in der historischen Forschung über Aldo Moro und ist Tochter von Aldo Moro. Maria Grazia Grena. Grazia Grena beschäftigt sich mit sozialer Arbeit und Einbindung in die Arbeitswelt von Gefangenen. Sie arbeitet mit Strafgefangenen und sie gehörte zum bewaffneten Kampf der 70er Jahre und sie hat die ganze Karriere dieser bewaffneten Kampfes durchlaufen, ist 1980 in den Untergrund abgetaucht. Sie hat also dieses Leben selbst kennengelernt. Adolfo Ceretti lehrt Kriminologie in der Universität Mailand-Bicocca. Ist ein großer Freund von mir. Und der ist wissenschaftlicher Koordinator eines Mediationsbüros für kriminelle Mediation in Mailand. Er ist in engem Kontakt mit Personen, die in die Kriminalität eingebunden sind, von Angesicht zu Angesicht arbeitet er. Seine Rolle in dieser ganzen Angelegenheit ist die eines Zeugen, wie er selber sagt, zusammen mit Claudia Mazzucati und anderen, die nicht hier sind, aber geistig hier mit uns sind. Und sie sagen, wir sind Zeugen, nicht Beobachter, nicht neutrale Beobachter. Wir sind der dritte Notwendige gewesen, derjenige, der in der Mitte steht, zwischen, mittendrin im Gewühle, derjenige, der die Möglichkeit des anderen im Gewühl herausarbeitet. Hören wir jetzt denen zu, die die Protagonisten sind. Ich bin sehr froh, hier zu sein, an diesem Tisch zu sitzen. Ich sitze neben drei Frauen. Danke, Agnese Graziella Machta. Sie sind sehr unterschiedlich. Sie sind inkommensurabel, ein Wort, das ich sehr gerne mag. Drei Frauen, die ich in verschiedener Weise sehr liebe. Aufgrund dessen, was sie sind, aufgrund dessen, was sie denken, wie sie denken und wie sie in verschiedenen Kontexten und Zeiten mir geholfen haben, verschiedene schwierige Dinge zu denken. Also ich fange mit einem Zitat an.
Du wolltest das Leben bringen und hast den Tod gebracht. Du wolltest die Würde des Lebens verteidigen und hast dann die Obszönität des Todes verbreitet. Du wolltest dieses Elend des täglichen Denkens beseitigen und hast zu einer Vernichtung des Alltäglichen beigetragen. Du hast nicht nur das Leben verraten, sondern du hast dich selbst verraten. Zitat Ende. Das kommt nicht vom heiligen Paulus. Das ist ein ehemaliger Terrorist der Roten Brigaden, der spricht bei einer der Begegnungen, die wir in Mailand angefangen haben und die wir durch Mediation begleitet haben. Ich werde nicht in die historischen Details eintreten. Machta hat das sehr gut gemacht. In Italien, aber nicht nur in Italien, waren es sehr schlimme Jahre. Wenn wir von Zahlen sprechen, 428 Leute sind in diesen Jahren getötet worden. 2000 Verletzte, von denen viele lebenslange Behinderungen von davon getragen haben. Das ist eine hohe Komplexität für dieses Land in dieser Zeit gewesen. Und es waren eben Leute, die entschieden hatten, dass ihre politische Haltung sich durch die Gewalt durchsetzen musste und in Beziehung auf diese politische Gewalt danach kamen die Jahre der Prozesse, die Verhaftungen, der Gefängnisstrafen. Kommen wir auf das zurück, was ich gelesen habe. Du wolltest das Leben bringen und hast den Tod gebracht. Du wolltest die Würde des Lebens verteidigen und hast die Obszönität des Todes verbreitet. Wenn wir über die Bedeutung des Angriffs auf das Leben besprechen wollen, dann sind das Sätze, die das tragisch bezeugen. Hier finden wir die Komplexität der inneren Erfahrungen von dem, der den Tod verbreitet hat, mit der Illusion einer Ideologie, mit der Illusion so, die Würde des Lebens zu schützen. Mehrfach habe ich im Lauf meiner Existenz dabei erwischt, mich zu fragen, was die Motive waren, die mich dazu gebracht haben, um diese Themen herum zu arbeiten. Oft antworte ich darauf, dass das tiefe Interesse der Versuch war, zu verstehen. Ich wollte verstehen, die Modalitäten, mit der das Unerträgliche des Täters sich des Körpers des Opfers bemächtigt. Wenn ich mich auf die Seite der Opfer stelle, dann betrifft das Leiden dieses tiefe, tragische Sinn von Ungerechtigkeit, den man verspürt, nachdem man Opfer geworden ist. Diese Emotion, die sich des Lebens bemächtigt und den Sinn der Beziehung zu sich selbst und zu den anderen verändert, so werden die Affekte neu definiert und die Aktivitäten des Alltags verändert. Das Böse wird vom Opfer anerkannt. Aber auch der Täter erkennt das Böse an, wenn er daran arbeiten kann. Seit immer ist das Einbrechen des Bösen etwas, was uns verwundbarer macht, weil wir verwundet worden sind. Der erste Mord, der erste böse Einbrechen der Gewalt entsteht, ihr kennt die Bibel, aus einem unterdrückten Zorn, der verschwiegen wird, in die Ecke abgedrängt. Kain war sehr irritiert. In Kain brannte es. Aber Kain drückt das nicht mit Worten aus.
Gott lädt ihn ein zum Dialog. Er lädt ihn ein, in sich selbst zurückzukehren. Das schreibt gerade Guido Bertagna, einer unserer Begleiter in diesen Dingen. Gott ruft keinen wie ein Vater, damit er wieder Herr seines Gefühls wird. Das ist für uns Mediatoren sehr wichtig, aber Kain hört nicht mehr zu. Er akzeptiert nicht die Einladung Gottes, sondern der Zorn wird kultiviert und so wird es immer mehr zu Hass. Und der Hass erlaubt es dann, mit kühler Berechnung das zu tun, was man im Zorn nur in der Hitze tut. Was sagt uns dieser Zorn von Kain, diese Destruktivität? Der biblische Erzähler weiß schon sehr gut, dass der Gestus von Kain nicht nur eine Verletzung von Regeln ist, sondern vorher noch eine Aggression, die uns immer bedrohen kann. Es ist die dunkle Seite des Lebens, der Schatten über uns. Der biblische Erzähler weiß, dass das Leben nicht eine Unterhaltung im Garten ist, sondern ein Zusammenleben mit Mitbrüdern ist, das hart sein kann. Auch wenn der Antrieb kaum zu bremsen ist, Kain wird beherrscht von seinem Hass. Warum habe ich diese Bibel jetzt zitiert bei so einem laikalen Thema? Und diese Bibel erklärt besser als jede andere Erzählung die Ambivalenz von Gut und Böse in der Existenz jedes Menschen. Aber auch die Verwirrung, wenn man sich ganz unbewusst dieser Sache annehmen muss. Man diese Mischung angehen muss und nicht weiß, dass das so geschieht und dass die ganze Komplexität darin ist. Ich spreche von Therapeuten, von Juristen, von Mediatoren. Das ist also ein wichtiger Schritt. Jede Gewalt, auch jede Gewalt hat eine Geschichte. Eine tiefe Geschichte, die sich im Dialog mit dem eigenen Inneren abspielt. Seit Jahrzehnten treffe ich Gewalttäter. Wer eine Gewalt begeht, hat eine Geschichte, die viel Zeit braucht, um erzählt zu werden, damit man zuhört. Beim ersten Mord von Kain, wo Kain nicht mehr Gott zuhört, der ihn zum Dialog einlädt, ist die letzte Gewalt vielleicht Ergebnis einer unmöglich gewordenen Beziehung. Das Böse ist kein mechanischer Gestus, der symbolisch ist. Das Böse ist keine animalische Explosion, sondern geschieht in einer Konversation, die innerlich ist mit sich selbst. Eine Konversation, die verwirrt sein mag, vielleicht auch nicht lesbar, wie im Fall von Kain, wo der Protagonist den Kontakt verloren hat mit seinem bedeutsamsten Gesprächspartner. Als Kriminologe würde ich das so zusammenfassen, als Erfahrung meiner letzten 20 Jahre, dann würde ich sagen, dass grundsätzlich habe ich Opfer und Täter angehört. Sie haben mir ihre internen Gespräche geschildert, das, was sie sich selbst sagen, in Bezug auf das, was sie Schlimmes getan haben oder erfahren haben. Und wenn man mit sich selbst spricht, das betrifft jeden von uns, dann bezieht man daraus einen Sinn für das eigene soziale Handeln, für die Orientierung auf die Sehnsüchte, Erwartungen hin, die man hat. In Kürze,
Wer spricht im Selbstgespräch? Das Selbstgespräch ermöglicht jedem, sich selbst die innere Erfahrung zu erschließen und die soziale Erfahrung zu erschließen. Das hat eine Erkenntniswirkung. Um zu verstehen, was die Basis des inneren Gesprächs bei jedem von uns ist, auch bei denen, die gewalttätig sind, und was sich eine Person sagt, während sie gewalttätig ist, welche Worte sagt sie sich, ich tue das gerade. Man muss hintreten auf die Einzigartigkeit jedes Individuums. Jeder wird einzeln wahrgenommen und zugehört in seiner Erfahrung. Das Wesen der Gerechtigkeit liegt genau darin. Die Gerechtigkeit muss sich ausdehnen bis hin zum Verständnis für diese Erfahrung des Zuhörens. Innerhalb der großen Geschichte ist die persönliche Geschichte von denen, die den bewaffneten Kampf ergriffen haben, von den Opfern, zeigt viele Knackpunkte des zivilen Zusammenlebens. Einige Zitate. Wir können über die Geschichte nachdenken, aber die Verantwortung ist immer persönlich. Das hat eine Verantwortliche der Terroristen gesagt bei einer Begegnung. Aufgrund komplexer Gründe ist über die Jahrzehnte es nur sporadisch möglich gewesen, für die Protagonisten sich zu treffen, oder sie haben sich nie getroffen. Und so sind ihre Selbstgespräche eingesperrt worden in eine mühsame Konversation, die immer nur sich selbst wiederholen konnte. Besonders wenn die tragischen Ereignisse des bewaffneten Kampfes thematisiert wurden, die man entweder begangen oder erlitten hat. So wurde man abgeschottet in einem Raum, der immer klaustrophobischer wurde. Ein Raum, der Körper des Opfers oder des Täters. Das Fehlen der Möglichkeit und des Vorschlags eines Raums, einer Zeit, wo man neu diese Fakten anschauen konnte, durch eine notwendige Polyphonie von Stimmen, was das Gegenteil ist von dieser Klaustrophobie, von der ich sprach, also dass das nicht ging, hat die Annäherung und den Kontakt nicht erleichtert. Dann sind die Dinge aber anders gelaufen für einige. Tanja Mazzucato und ich erzählen von dieser Begegnung. An einem bestimmten Punkt ist es möglich geworden und wir sind die Mediatoren gewesen. Es gab Protagonisten, zig Verantwortliche des bewaffneten Kampfes und Opfer. Und dann die, die wir als erste, dritte bezeichnet haben, Personen, die die Zivilgesellschaft repräsentierten, Jüngere und weniger Junge, die uns geholfen haben. Einige waren in den Jahren noch gar nicht geboren, die uns geholfen haben, welcher Effekt diese Dinge auslösen. Sie waren die ersten Zeugen von dem, was es bedeutete, diese Personen zu sehen, die mit ihrer Begegnung begannen. Und dann waren sie Garanten, wichtige Personen. Wir sind alle wichtig. Also ich meine Schriftsteller wie Doninelli, intellektuelle Juristen, die uns begleitet haben, und um zu garantieren, um sozusagen einen Stempel aufzudrücken auf unseren Weg. Wir waren nicht Touristen der Jahre des Bleis, sondern, wie es in unserem Buch steht, haben wir nicht diesen Weg gesucht, sondern dieser Weg hat sich uns aufgedrängt, ausgehend von der Freundschaft zwischen Claudia, Guido und mir.
Wir wollten das Wort Gerechtigkeit deklinieren. Bis zum Ende der 90er Jahre. Es ging immer um die reparierende Gerechtigkeit. Die ersten Schritte waren einige Treffen im Zentrum San Fedele in Mailand vor ungefähr 15 Jahren. Wir haben so zufällig, mehr oder weniger zufällig kennengelernt, Personen, die in den 70er und 80er Jahren auf der einen oder anderen Seite der Barrikaden standen. Diese Personen haben entschieden, aus verschiedensten Gründen, sich uns anzunähern und nach für eine Vertrautheit zu sorgen. Diese Männer und Frauen haben uns zu verstehen gegeben, dass sie, das ist sehr wichtig, nicht versuchten, diese Jahre hinter sich zu lassen, in denen sie Böses getan oder erlitten hatten, sondern dass sie diese Jahre wieder aufnehmen wollten, um Aspekte zu berühren, die die Sprache der normalen Justiz, des Journalismus, des Fernsehens, der Geschichtsschreibung, der Politik nicht ausdrücken konnte. Wir haben uns dann gefragt, was wir für sie hätten tun konnten. Und so ist die Idee entstanden, ein Dokument, das wir 2007 geschrieben haben, aufzusetzen. Das nennt sich Raum für ein gemeinsames Gedächtnis. Ein Titel, in dem wir uns einige Monate später schon nicht mehr wiedererkannten, weil es sich auf etwas bezieht, was gar nicht geschehen kann. Man kann das Gedächtnis nicht teilen. Im Laufe der Zeit haben wir verstanden, dass es undenkbar ist, so etwas aufzubauen. Die Gedächtnisse können nicht geteilt werden. Das Gedächtnis von Agnese kann sie nicht teilen mit dem von Grazia. Es kann aber ein Mitteilen des Gedächtnisses geben, das ist etwas ganz anderes. Das Gedächtnis mitzuteilen ist wie eine Kreuzung. Das geteilte Gedächtnis hat dieses Bild einer Fusion zwischen Guten und Bösen. Das Gedächtnis der Guten kann sich ausdehnen und das der Bösen einschließen. Böse und Gut immer in Anführungsstrichen. So, damit die Bösen sich reinigen können und das Böse verdampft. Das ist natürlich eine Illusion. Wir haben etwas ganz anderes versucht. Nämlich die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, der hinreichend gut ist, um nicht kommensurable Sprachen miteinander zusammenzuführen, wo die je einzelne Persönlichkeit sich zeigen konnte, ohne dass es notwendig war zu zensieren. Und wo die Wunden, die diese Worte mit sich brachten, die Wunden der einen und der anderen, gemäßigt werden konnten durch die Mediatoren. Es ging darum, das Unsagbare zuhörbar zu machen. Das heißt, eine Begegnung zu ermutigen. Wir haben für diese Personen, die das ersehnten, freiwillig ersehnten, einen geschützten Raum geschaffen, wo der Kompass für die Orientierung ihre persönlichen Gründe waren. Und so haben wir eine Serie von Themen angesprochen. Jeder Verantwortliche für den bewaffneten Kampf, jedes Opfer, jedes Familienmitglied der Opfer hatte die Möglichkeit, mehr als einmal allen die eigene einzelne Erfahrung zu erzählen, einschließlich der Personen, die in unser Gruppenleben eingetreten sind, nachdem es schon angefangen hat. Jeder Einzelne wurde gehört, auch die Kinder der Verantwortlichen des bewaffneten Kampfes und der Opfer wurden gehört, die auch einbezogen wurden in diese Fakten und also alle Opfer sind, Männer und Frauen, die
normale Justiz ignoriert, die aber im Zentrum der reparativen Justiz stehen. In Bezug auf andere Erfahrungen des Zuhörens hatten wir eine spezielle Art des Herangehens. Man konnte immer das Gesicht eines anderen treffen in Bezug auf seine Rolle als Opfer oder Täter. Es war die Begegnung, das sich Kreuzen von Blicken und Gesichtern, und darin liegt die Geburt einer Gerechtigkeit, sehr wahrscheinlich. So haben wir Gedanken ausgetauscht, die wir aus dem Bellezza di Sarmata, aus dem Wehrlosen Schönheit gezogen haben. Und so kam jemand von außen, endlich von außerhalb der eigenen Gedanken und der reduzierten Fähigkeit zu schauen und zu denken. Wir haben gesetzt darauf, dass durch etwas anderes, das von außerhalb kommt, der Mensch er selbst werden kann. Wie Papst Franziskus das betrachten konnte, am Anfang des Dialogs steht die Begegnung und daraus entsteht die erste Erkenntnis des anderen. Wenn man von der Annahme ausgeht, dass man gemeinsam Mensch ist, dann kann man Vorurteile und Falschheiten überwinden und anfangen, den anderen gemäß einer neuen Perspektive zu verstehen. Ende des Zitats. Zugehörigkeit zur menschlichen Natur. Das, was in diesen Jahren passiert ist, von Seiten der Täter und der Opfer, war eine Dehumanisierung des anderen, ein Auslöschen der Humanität des anderen, um handeln zu können, den Körper der anderen angreifen zu können. Man griff die Rolle an, nicht die Person. Die Person wurde nicht einmal ins Auge gefasst. Die Arbeit, die wir gemacht haben, war genau, jedem seine Individualität und Person zurückzugeben. Das haben Sie gemacht. Wir haben nur geholfen. Die Größe gehört nur Ihnen. Und jeder musste die Möglichkeit wiedergewinnen, den Blick zu erheben nach einer großen Mühe. Man hat respektierend einer Person angehört, die Gewalt erfahren hat, und so konnte diese Person einen Teil ihrer Gewalt zurückerhalten. Für die Opfer war das ein sehr wichtiger Heilungsprozess. Das ist zum Teil das, was wir mit reparativer Justiz meinen. Reparativer Gerechtigkeit schließt die Mediation ein. Wann gibt es Mediation zwischen Täter und Opfer? Welche Methode haben wir benutzt? Und damit schließe ich. Wir haben gearbeitet mit dieser Idee, dass es eine Mediation zwischen Opfer und Täter gibt, wenn wir uns beziehen können auf einen Raum und eine Zeit, wo es einen Dritten gibt, den Mediator, der zwei oder mehr Subjekte trifft, um ihnen zu helfen, den Motor, den Ursprung eines Konflikts zu erkennen. Und diese Personen hatten einen Konflikt, den ich als unheilbar definiert habe. Die Sprachen von jedem von ihnen kann man nicht zurückführen auf die Sprachen der anderen. Es sind zwei vollkommen getrennte Welten. Und Brücken zu bauen zwischen diesen Sprachen war das, was wir zusammen getan haben. Ich möchte damit schließen mit einem letzten Zitat, um zu verstehen zu geben, wie bei unserer Arbeit es nie keinen Gutmenschentum gegeben hat. Es gibt nicht dieses "Lass uns einander gern haben und umarmen". Ich habe in einigen Augenblicken Schreie gehört, Tränen, Weinen, Verzweiflung und dann unvorhergesehenes Lachen, Küssen, Versprechen und dann wieder Mühen, den Senken des Blicks, dieses Pendel, was hin und her schwingt, dieser Kampf, um sich zu begegnen.
Und dieses Zitat, das von einer Person kommt, das gibt es in dem Buch zu lesen, also ein Zitat ohne Namen dabei. Zitat: In Wirklichkeit schaffen wir nicht die Unterschiede ab. Ein Wir getroffen zu haben, nimmt die Unkommensurabilität der Unterschiede nicht weg. Wir haben Käfige gesprengt, die uns an einem Ort festhalten wollten. Käfige, die uns an einem Ort festhalten wollen, haben wir gesprengt. Wir haben einen unsrigen Ort geschaffen, im Respekt des Schmerzes, denn der Schmerz von dem anderen war nicht mein Schmerz. Und ich will, dass Sie das wissen, dass Ihr Schmerz nicht mein Schmerz war. Wir suchen zusammen Medizin, Balsam für die Verwundungen, die immer bleiben werden. Danke. Danke, Adolfo, für die linguistische Feinheit, mit der uns eingeführt hat in das Herz der Arbeit, die gemacht worden ist. Diese Selbstgespräche, die zu Gesprächen werden, so dass das Selbstgespräch bevölkert werden kann von neuen Gesprächspartnern, die Bedeutung haben und nie vorher da waren. Don Giussani hat mit anderen Worten, die uns vertrauter sind, gesagt, das Ich wird wiedergeboren in einer Begegnung. Hören wir jetzt von Frau Moro, was diese Wiedergeburt bedeutet. Ich danke für diese Einladung und die Aufmerksamkeit, die ihr unserer Erfahrung widmet. Es wurde an meinen Vater erinnert, auch für die Jüngeren, die nichts davon wussten. Ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht verstehen könnt, was eine 25-jährige junge Frau verspürt am Tage nach dem Mord am eigenen Vater. Verzweiflung, Schmerz, Hass und eine Abwesenheit, eine schwere Abwesenheit. Das tut einem weh. Zusammen mit diesen Dingen gibt es die Sehnsucht, Gerechtigkeit zu bekommen. Für sich selbst, Gerechtigkeit für diese Person, die es nicht verdiente, so zu enden. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, niemand von uns weiß, was Gerechtigkeit ist, niemand weiß das. Es ist ein hohes Gut, aber wir alle wissen, wenn wir sie nicht haben. Und diese Sehnsucht ist eine vitale Sehnsucht, eine starke Sehnsucht. Der Weg, der dir gegeben wird, ist die Strafgerichtsbarkeit, Untersuchungen, Prozesse, Verurteilungen, Gefängnis. Das sind wichtige Dinge, natürlich, denn es ist wichtig vor allen Dingen, dass ein falsches Verhalten als solches anerkannt wird. In der Geschichte meines Vaters gab es viele falsche Verhaltensweisungen, für die niemals jemand bestraft worden ist. Also ich unterschätze nicht, es bedeutet, dass die Gesellschaft sich ausspricht über ein falsches Verhalten. Es bleiben viele Schäden zurück. Man hängt an der Vergangenheit, die nicht vergeht. Es ist ein Gefängnis, zu dem man immer zurückkehrt in den hässlichen Momenten, zu all dem, was sich ereignet hat. Und du hoffst, dass die Strafjustiz dir helfen kann, aber sie kann dir nicht helfen. Sie kann dir nicht geben, was du wirklich
verzweifelt, nötig hast, ob du es weißt oder nicht. Du brauchst es auf jeden Fall. Etwas, was du tun willst. Und das, was du tun willst, kannst du aber nicht tun. Und das ist Fragen stellen. Vorwürfe zu machen. Zu fragen, wie war das möglich, dass du das getan hast, an meinen Vater das angetan hast. Wie ist das möglich, dass du eines Tages einen Wecker gestellt hast, um zu sagen, ich muss aufstehen, um jemanden umzubringen. Wie konntest du das tun? Und diese Frage kannst du nicht stellen, denn vor dir ist niemand. Du kannst sie auch deswegen nicht stellen, also aufgrund eines tieferen Grundes kannst du sie nicht stellen, denn um diese Fragen zu stellen, musst du vor dir Personen haben. Während das, was die Gewalt hervorbringt, das Traurigste, das Schlimmste ist an der Gewalt, sie verwandelt die Personen in Dinge. Es spielt keine Rolle mehr, ob diese Person umgebracht worden ist, das heißt, als Feind betrachtet worden ist, als Ding betrachtet worden ist, oder ob die Person, die die Gewalt begangen hat, auch selbst zur Sache wird, weil sie der Schuldige wird. Der Träger des Bösen wird und so weiter, weil sie dein Feind wird. Und an dem Punkt gibt es keinen Dialog, weil diese Dinge nicht Dinge sprechen nicht miteinander. Was braucht's also, wenn man diese Worte sagen will, die wieder einen Weg öffnen können, einen Weg, der kaputt gemacht worden ist in schwerer Weise durch einseitige Akte? Man muss dann, wenn man diese Straße begehen will, muss man wieder Person werden. Es gibt dann die, die nur Opfer sind. Opfer sind Dinge, Sachen. Also man hängt dann daran, eine Sache zu sein, Opfer. Aber deine Menschlichkeit ist eben verletzt. Und wie schafft man das, dahin zu kommen, dass diese Käfige gesprengt werden? Dass die, die nicht sind, wieder Person werden, mit Seele, mit Gefühl, mit Erwartungen. Ich glaube, unsere Gruppe in ihrer Arbeit war dieser Ort, an dem es möglich war, für sie und für uns wieder Personen zu werden und nicht diese Sachen, die die Gewalt konstruiert hatte. Opfer, schlechter Körper, Fleischstücke auf dem Tisch des Pathologen. Und wie war das möglich, dass wir füreinander wieder Personen geworden sind? Es war möglich, aufgrund der Rolle, die die Mediatoren hatten, sie haben uns das Vertrauen gegeben, dass wir es mal versuchen können. Sie haben uns die Möglichkeit gegeben, nicht alleine diesen Weg beschreiten zu müssen. Sie haben eine Fähigkeit gehabt, die für mich ein Training gewesen ist, die anderen zu lieben, statt eine gleichgültige Distanz zu haben. So wurde es auf einmal eine Nähe, eine gleiche Nähe, die sie zu uns hatten. Sie hatten keine Äquidistanz zu uns, die Mediatoren, sondern eine gleiche Nähe. Die Opfer haben diese Idee, dass sie dieses Land liebt. Sie haben gewusst, uns zu helfen. Sie konnten uns helfen,
Das ist wichtig. Dieses Vertrauen, aufgrund dessen wir Ja gesagt haben zu diesem verrückten Unterfangen. Als Guido mir vorgeschlagen hatte, in diese Gruppe reinzugehen, habe ich Nein gesagt. Was soll das? Das ist nicht besonders sympathisch, diese Idee, die ein ganzes Leben wieder in Unordnung bringen. Nicht allen gefällt dieser Dialog, auch in den Familien sind nicht alle einverstanden. Es gab dieses Element des Vertrauens in sie, dass sie mich nicht allein lassen mitten im Durcheinander und dass ich nicht allein sein würde. Und dann die Unterstützung, diese Gruppe von jungen Leuten, und dann wunderbare Köche, die eine Woche ihrer Ferien opferten, um an einem verlassenen Ort in den Bergen für uns zu kochen. Sie haben uns angenommen, ertragen. Und sie und wir hatten das Problem einer enormen Einsamkeit. Wir sind unsere Rolle. Wir sind die von damals. Wir sind eine Institution, positiv oder negativ in diesem Land, und da kommt man nicht raus. Und sie haben uns angenommen als Personen, sie haben uns ertragen, unsere Kämpfe, unser Schreien, unsere Umarmungen, unsere Affekte, alles haben sie ertragen. Ich hatte Vertrauen zu ihnen, ich bin hingegangen und die Begegnung war beunruhigend. Warum war sie beunruhigend? Ich dachte an Monster. Sie waren für mich Monster. Sie haben sich benommen wie Monster. Sie waren Ungeheuer. Das war das, was in meinem Gedächtnis zurückgeblieben war. Aber dann habe ich entdeckt, dass es Personen sind wie ich. Menschen, wie du, wie alle. Voller Menschlichkeit. Voller Fähigkeit. Mich hatte es sehr beeindruckt, dass die erste Person von Ihnen, Franco Bonisoli, hat mich sehr beeindruckt. Er hat mir seine Geschichte erzählt und er hat mir erzählt, dass er im Gefängnis die Erlaubnis haben wollte, mit den Lehrern seiner Kinder zu reden und dafür Sondererlaubnisse brauchte, dass er einen wertvollen Urlaubsschein aus dem Kerker haben wollte, um mit dem Lehrer seiner Kinder zu sprechen. Dann habe ich mir gedacht, das ist mehr als menschlich. Ich habe ihren Schmerz entdeckt. Wir Opfer denken, dass der Schmerz nur uns gehört, dass wir exklusiv den Schmerz gepachtet haben. Aber so ist es nicht, sie leiden. Das erste Mal, als ich da hingegangen bin, treffe ich auf einen Herrn mit weißen Haaren. Er hat mir die Hand gegeben, hat mir gesagt, hallo, ich bin der und der. Ich habe die und die umgebracht. Er konnte nicht denken, er konnte nicht glauben, dass ich mit ihm auch nur eine Minute sprechen konnte, ohne zu wissen, dass er Mörder ist. Das hat mich sehr beunruhigt, wie auch die Sehnsucht von ihnen, mit uns zusammen zu sein, uns zu helfen in unseren Schwierigkeiten. Und mir hat es sehr gefallen, wie sie gut, wie ihre Leben gut geworden sind. Das sind gute Personen geworden, die gute Dinge tun. Das passt nicht zusammen mit der Idee der Ungeheuer. Das passt alles nicht zusammen. Und Stück für Stück werden aus uns nicht mehr Sachen, sondern Personen. Und dann können wir Worte zueinander sprechen. Harte Worte, gute Worte.
Worte aller Art können wir austauschen, wir können einen Dialog führen, weil auch dann, wenn wir ihnen Schmerz geben, indem wir sie sagen, und sie sagen andere Worte, die uns schmerzen, das war schon an der Grenze, was sie uns gesagt haben. Aber du akzeptierst sie, am Ende hörst du ihnen zu. Sie sind Personen, die mit dir sprechen. Personen mit schwierigen, schmerzhaften Geschichten, die anders sind als deine eigene Geschichte. Merkwürdige Geschichten, aber es sind Personen. Und während du sie entsachlichst und sie wieder Personen werden, wirst du selber freier von deiner eigenen Vergangenheit. Denn diese Vergangenheit, die dein ganzes Leben verschlungen hat, kannst du endlich nehmen und in seine Stelle setzen. Das sind Wunden, die dir geschlagen wurden, die niemals heilen werden. Es gibt reinen Horror, den ich noch nicht mal mit Worten bezeichnen kann. Aber sie sind vergangen, diese Sachen. Und glaubt mir, das ist nicht wenig. Mit diesen Personen gibt es eine Verbindung, die ganz speziell ist, jenseits aller Rhetorik. Alle können wir uns auf den Nerv gehen, aber darum geht's nicht. Aber wir sind zusammen neu geboren worden. Und das ist für meiner Meinung nach diese Möglichkeit, zusammen neu geboren zu werden, wieder lebendige menschliche Wesen zu werden, die das ausdrücken können, was in ihnen ist, das ist wirklich ein Teil dieser Gerechtigkeit, die wir gesucht haben und von der wir hoffen, dass wir sie definitiv finden werden. Die Authentizität der Menschlichkeit, die zum Ausdruck kam, ist zu Recht mit diesem Applaus voller Affekt unterstrichen worden. Eine Authentizität, die die Mühen nicht erspart, die Ironie über sich selbst einschließt, die Ungewissheiten, das Zögern. Das ist einer der überzeugendsten Aspekte der Erfahrung, zu der wir jetzt zuhören. Ich will zwei Dinge unterstreichen, die gesagt wurden. Erstens, das Wiedergeboren werden, wieder Person werden, sich entsachlichen. Und das andere ist der Knoten der Zeit, diese Koordinate der Erfahrung, die uns erfahren wird, hat mich sehr beeindruckt. Vergangenheit und Zukunft. Agnese hat gesagt, die Vergangenheit ist Vergangenheit und muss ihren Platz wiederfinden und die Gegenwart nicht auffressen. Dieser Aspekt einer Vergangenheit, die nicht ausgelöscht werden kann, vor diesen Begegnungen sagt sie, ich will sicher sein, dass ich weiß, was 1978 wirklich geschehen ist. Ich schaue mir die Fotos an, ich durchlebe wieder neu diese 55 Tage, denn wenn mir nicht gegenwärtig ist, was damals geschehen ist, dann kann ich diesen Ungeheuer nicht ins Angesicht schauen. Aber diese Vergangenheit findet an einem bestimmten Punkt wieder ihren Platz in der Vergangenheit. Abend. Als mir vorgeschlagen worden ist, zu dieser Gruppe zu stoßen,
Habe ich offen gestanden, mich geirrt? Ich war überzeugt, dass diese Vergangenheit, dass ich es geschafft hätte, diese Vergangenheit ihren Platz zu geben. Meine Gefängnisstrafe war seit Jahren vorbei. Ich war rehabilitiert. Ich habe das Leben wieder neu aufgebaut. Ich hatte meinen Mann wiedergefunden, den ich verlassen hatte, um in den bewaffneten Kampf zu ziehen. Ich hatte sogar ein Kind. Das ist für mich sehr wertvoll gewesen. Und dann kam dieser Vorschlag. War in Kontakt mit Claudia Mazzucato. Ich hatte sie sprechen gehört in einer öffentlichen Begegnung über die befreiende Gerechtigkeit. Und ich habe ihr zugehört und war wie vom Blitz getroffen. Und ich habe mir gesagt, das ist die Gerechtigkeit, nach der ich gesucht habe seit Jahren. Ich dachte, und als mir dieser Vorschlag gemacht worden ist, habe ich auch nicht gut darauf reagiert. Ich habe mir gesagt, nein. Ich wollte damit nicht wieder anfangen. Ich hatte keine Lust. Ich hatte alles gemacht. Das ganze Urteil abgesessen. In meinem Leben hatte ich auch versucht, etwas zu tun, das nützlich für die anderen ist. Etwas wiederzugeben, das mir gegeben worden ist. Und ich hatte mich entschlossen, mich mit Gefangenen zu befassen, um ihnen zu versuchen, ein wenig von dem vielen zu geben, was mir geschenkt worden war, als ich im Gefängnis war, indem ich dort Leute der Zivilgesellschaft treffen durfte. Ich wollte also nicht wieder von vorne anfangen. Es war 2010. Ich hatte meine Strafe 1990 abgebüßt. 1991 wurde mein Kind geboren. Ich konnte nicht wieder damit anfangen. Aber dann habe ich bemerkt, indem ich mich fragte, wer in dieser Gruppe drin war. Ich wollte das schon verstehen, ich war schon neugierig. Und ich habe bemerkt, dass in Wirklichkeit noch nichts von dem vergangen war. Ich hatte niemals eine Person getroffen, die die Gewalt, die wir ausgeführt hatten, erlitten hatte. In meiner Vorstellung waren sie weiterhin keine Personen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe selbst mit mir lange gesprochen. Ich hatte niemals in Betracht gezogen, dass eine Opferperson ist. Als ich dann entschieden hatte, mitzumachen bei diesen Gruppen, war die Begegnung mit den Personen, die betroffen waren von meiner Gewalt dieser Jahre, das hat mich nicht nur vor die Evidenz gestellt, dass ich mit meiner Vergangenheit noch nicht abgeschlossen und abgerechnet hatte. Mir hat das aber auch die Möglichkeit gegeben, auf eine große Menschlichkeit zu treffen. Du, andere sind hier im Publikum noch drin, von diesen Menschen, die ich getroffen habe. Auch diese Mühe, wieder neu diese Jahre zu durchleben, hat einen Sinn gefunden. Was will ich sagen? Während der Gefängnishaft, nach den ersten Jahren des harten Gefängnisses, wo es darum ging, dass ich mich verteidigte, vor einem Zorn, der immer weiter anwuchs, denn auch wir sind entmenschlicht worden. Dann schaffst du es nicht, wieder neu
das anzuschauen, was du getan hast, den Schaden, den du angerichtet hast in diesen Jahren. Wir haben es vermocht, uns wiederzufinden in dem Moment, in dem wir die Möglichkeit hatten, uns in den Prozessen zu begegnen, Richter zu treffen, die den Dialog unter uns förderten, um zu verstehen, wie das möglich gewesen ist. Wie das möglich gewesen ist, dass wir, die wir ausgegangen sind von einer großen Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit, unsere Handeln verwandelt haben in eine noch größere Ungerechtigkeit. Das, was ein Instrument werden sollte, wurde zum Ziel. Und wir selbst, im Augenblick selbst, in dem wir Gewalt ausgeübt haben, obwohl es innerhalb eines Diskurses der Notwendigkeit war, haben auf die Menschlichkeit verzichtet, die wir hatten, als wir die Gerechtigkeit suchten. Es war schwer, das zu entdecken, aber sehr wichtig, diese zwei Dinge zusammenzusehen, von wo wir ausgegangen sind und wo wir dann gelandet sind. Das sind zwei grundlegende Momente, weil, wie Adolfo vorher gesagt hatte, wir wollten das Leben und haben den Tod geschaffen. Aber wir wollten das Leben. Die Motivationen wiederzufinden, die uns bewegt hatten, war extrem wichtig, um es zu schaffen, neue Motivationen zu finden, um weiter leben zu können, Gründe zum Leben zu finden. Der Weg dieser Gruppe hat in uns also einen neuen Weg erweckt, der in den Jahren des Gefängnisses sehr lang war, sehr langsam war, denn wir haben nicht entdeckt, nicht sofort entdeckt. Wir haben unsere Grausamkeiten zwar entdeckt, aber wir mussten immer versuchen, die Stücke zusammenzuhalten, um uns nicht zu verlieren, um nicht unsere Tiefen zu verlieren. Der Weg, den wir gegangen sind, der Dissoziierung, war ein Weg auf der Suche nach der Menschlichkeit, die wir selbst verloren hatten. In der Gruppe anzukommen, hat bedeutet, etwas bedeutet, das sehr groß war in Wirklichkeit. Es ist wahr. Ich hatte mein Leben wieder aufgebaut, mein öffentliches und mein privates Leben, aber ich konnte nie über diese Jahre sprechen. Sei es aufgrund einer inneren Scham, einer Selbstzensur, aber auch, weil es nicht mehr möglich war, darüber zu sprechen, aber diese Jahre mit allem, was sie an Schmerz mit sich gebracht haben, waren wichtige Jahre für dieses Land gewesen. Wir hatten nicht nur Schaden verursacht, sondern viele der Errungenschaften und Rechte sind durch diese Kämpfe eingeführt worden in diesen Jahren. Und ich habe immer wahrgenommen, dass ich in diesem Kampf in der vordersten Reihe stand. Ich habe mich verloren, als diese Kämpfe nicht mehr, als man diesem Kampf nicht mehr zuhörte. In diese Gruppe zu kommen, diese Gruppe bedeutete für mich, dass man mir wieder zuhörte. Das Erste, worum ich gebeten wurde, war zu erzählen. Als ich mich erzählt hatte,
habe ich den Schrei getroffen und gehört von dem, der mir sagte, warum diesen verzweifelten Schrei. Und ich suchte in mir drin, Antworten zu geben. Ich hatte keine Antworten, ich konnte keine Antworten geben. Und wenn ich sie gegeben hätte, dann hätte ich nur Klischees gehabt. So etwas fertig abgepacktes. Das Einzige, was ich tun konnte, war, diesen Schrei anzunehmen. Und indem ich diesen Schrei annahm, bin ich zurückgekehrt in die Tiefen der menschlichen Seele. Und so konnte ich auch diese Kraft suchen, diese Kräfte, die uns die Möglichkeit geben konnten, weiterzumachen. Nicht sofort den großen Fragen des Warums. Und wenn du spürst, wie du zurückgeworfen wirst, wieder neu zurückgeworfen wirst in ein Urteil, denn du hast dich selber immer verurteilt, immer wieder neu, in neuer Weise immer wieder negativ verurteilt hast du dich selber. Das war nicht einfach. Dieses Pendel, was ausschlug, das war in mir sehr stark. Ich will da bleiben, ich will nicht da bleiben. Ich bin glücklich, dabei gewesen zu sein. Denn in diesem Pendel, was hin und her schwingt, innerhalb dieses Weges, habe ich wirklich diese Menschlichkeit finden können, die ich vielleicht noch gesucht hatte, als ich 23 war und anfing, sehr harte Entscheidungen zu treffen, die mich dann zur Negation meiner selbst gebracht haben, was ich heute bin. Ich lebe mit dem zusammen, was ich war. Ich kann es nicht vergessen. Als Agnese sagte, auf jeden Fall ist das, was uns trennt, inkommensurabel. Aber in diesen Jahren konnte ich dann das erlangen, was ich heute bin. Und ich glaube, dass ich mich nicht selbst zensiere, wenn ich sage, ich habe das Leid durchquert, das ich zuerst auch mal verursacht habe. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, tiefer zu graben und eine tiefere Menschlichkeit zu finden, die ich vorher niemals getroffen hatte. Ich habe mich schwer geirrt in meinem Leben, aber dieser selbe Irrtum gab mir dann die Möglichkeit, mich selbst zu entdecken und indem ich mich selbst entdeckte, es zu schaffen, auf irgendeine Weise, vielleicht nur mit meiner Erfahrung, für jemand anderen nützlich zu sein. Und hier höre ich jetzt auf. Einen Satz noch. Auf unserem Weg hatten wir die Möglichkeit, einen Film zu sehen, der gemacht worden ist von Damenim, eine Frau, eine Mutter aus Israel, die gesehen hatte, wie ihr eigener Sohn ermordet wurde in der Auseinandersetzung mit den Palästinensern und der sich nicht ergeben und sie wollte sich nicht diesem Käfig ergeben, einfach nur Opfer zu sein.
ihrer Suche nach Freiheit war sie in Südafrika und hatte unter anderem Desmond Tutu getroffen, um zu versuchen, um nach dieser Erfahrung zu suchen und die Kraft zu finden, etwas Ähnliches in ihrem Land aufzubauen. Und an einem bestimmten Punkt hat Desmond Tutu sie gefragt, sie fragt Desmond Tutu, ob es möglich ist, dass der Mensch sich ändert. Desmond Tutu sagt, dass alles das, was in Afrika geschaffen worden ist, um eine Veränderung hervorzubringen, gemacht worden ist, damit das Vertrauen entsteht, dass eine Veränderung möglich ist. Und dieses Vertrauen konnte nicht verloren gehen. Aber nachdem er diese Worte gesagt hat, bricht er in ein ununterbrochenes Weinen aus. Und das hat uns alle dazu gebracht, uns diese Frage zu stellen: Ist wirklich es möglich, sich zu ändern? Ich habe die Antwort nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich mich verändert habe auf diesem Weg. Ob ich habe ein großes Niveau von Bewusstsein erreicht. Ich habe es geschafft, eine Haltung zu finden, die es mir schafft, die Dinge neu anzuschauen. Aber gleichzeitig habe ich auch dieselbe Motivation gefunden, dieselbe Leidenschaft, die mich bewegte, als ich mit 20 Jahren mein Leben zerstört habe und auch das Leben der anderen. Dem unsagbaren Zuhören. Zweimal hat Adolfo Ciretti diesen Ausdruck in seiner Einführung zu dieser Arbeit dieser Jahre unterstrichen. Wir haben dem Unsagbaren zugehört heute Abend. Und ich danke aufrichtig und nicht formal an Jesa und Maria Grazia vor allen Dingen dafür, dass sie sich hier ins Spiel gebracht haben zum x-ten Mal, um wieder in diese Wunde, die unheilbar ist, einzutauchen. Die Intensität ihrer Worte hat uns das mitgeteilt. Wir können das nicht für selbstverständlich halten, dass eine Person es akzeptiert, einen so tiefen Schmerz neu zu durchleben. Ein Schmerz, wie Agnese gesagt hat, der nicht nur ein Schmerz der Opfer ist, sondern auch ein Schmerz derer, die den anderen den Schmerz zugefügt haben. Lasst mich schließen mit drei kurzen Betonungen, Anmerkungen. Wie uns diese Erfahrung erzählt worden ist, sagt uns schon, dass es nichts gibt, das man idealisieren kann. Wir haben einem außergewöhnlichen Ereignis beigewohnt, wo eine außergewöhnliche Erfahrung berichtet wird, aber sie selbst wollen nicht idealisieren, was ihr Leben ist und was sie durchmachen müssen. Die Protagonisten haben mit großer Bescheidenheit gesprochen und in dem Buch wird immer wieder unterstrichen mit verschiedenen Ausdrücken, über die Ironie des Versuchs, ein Pendel, was hin und her schwingt, wo die Schritte des Weges vollendet werden, aber oft schreitet man auch wieder zurück. Es ist eine offene Geschichte, eine Begegnung, die noch nicht zu Ende ist. Noch kein Gipfel haben wir erreicht, noch kein Ziel. Es ist ein schwieriges Abenteuer, gegründet auf der Kraft menschlicher Zerbrechlichkeit. Sie sprechen von einer Schönheit, die schmerzhaft ist, reich an Hoffnung und zerbrechlich wie die Hoffnung. Eine außergewöhnliche Sache,
die nicht zu idealisieren ist, sondern anzuschauen mit der ganzen Intensität ihrer Menschlichkeit. Und das ist der überzeugendste Aspekt. Zweiter Aspekt, den ich unterstreichen will, der zwischen den Zeilen verblieben ist, diese Erfahrung, die einige Personen betroffen hat, die hier in diese Geschichte verwickelt sind, hat eine kulturelle Tragweite, die enorm ist. Ich weiß nicht, ob ihr bemerkt habt, dass sowohl Agnese wie Maria Grazia gesagt haben, wir haben Gerechtigkeit gesucht. Nun, dass dieses Opfer einer Bluttat Gerechtigkeit sucht, ist normal. Aber dass der Täter, der diese Bluttat begangen hat, auch die Sehnsucht nach Gerechtigkeit hat und mit der traditionellen Gerechtigkeit unzufrieden ist, das ist etwas, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Dieses grundlegende Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist unersättlich und das ist wirklich ein Motor der Menschlichkeit in so unterschiedlichen Personen wie Agnese und Grazia, die auch die repräsentieren, die nicht kommen konnten. Und das bewegt auf kultureller Ebene und auch unsere brasilianischen Freunde haben das mit ihrer Ausstellung über das Gefängnis in Brasilien zeigen. Das weist hin auf neue Auffassungen und Konzepte von Gerechtigkeit, die sich hinzufügen lassen. Das heißt, man muss den Täter verurteilen, man muss aber darüber hinausgehen. Und diese neuen Konzepte von Gerechtigkeit sind erfahren worden in vielen Teilen der Welt und sind Objekt der Entwicklung und Ausarbeitung auch in der italienischen Rechtslehre. Es geht um die reparierende Gerechtigkeit, die über die Strafe hinausgeht. Es würde mich freuen, viel darüber zu berichten, aber die Zeit erlaubt es nicht. Erlaubt mir nur zu sagen, was die gemeinsame Basis ist, die diese Erfahrung mit der unserer brasilianischen Freunde vereint. Es ist die Möglichkeit, die Gewissheit, dass niemand wiedergewonnen werden kann. Es ist das Gegenteil von dem, was Jean Valjean was Javert sagt zu Jean Valjean in den Miserabili. Wer einmal stiehlt, wird immer stehlen. Jemand wie du wird sich niemand ändern. Die Prämisse ist das Gegenteil davon. Die Prämisse ist die von Paul Ricoeur, der sagt, du bist mehr wert als dein Handeln. Oder in den Worten von Massimo Ottoboni, jede Person ist größer als ihre eigenen Irrtümer. Das Delikt ist draußen. Das Delikt bleibt draußen. Der Mensch ist es, der in das APA-Gefängnis eintritt. Und das Letzte, das betrifft das nur die Strafgerichtsbarkeit? Betrifft das nur die Verbrecher? Die Konflikte sind überall um uns herum. Ich glaube, dass jeder von uns dort, wo wir leben, sehr leicht an Konflikte denken kann, die aus Dummheit in der Familie entstehen, zum Beispiel. Die Geschwister hören nie auf, sich zu prügeln, in der Schule, in der Arbeit und dann soziale, geschichtliche Fakten. In diesem Sommer gibt es furchtbare Ereignisse, die durch unser Gedächtnis laufen. Es sind rohe Bilder irrationaler Gewalt. Ich will nicht jede Gewalt auf dieselbe Ebene heben. Es gibt verschiedene Motive und Fragen. Ich will nicht alles gleich machen, aber der Konflikt ist überall. Die kulturelle Kraft von dem, was wir jetzt gehört haben,
ist nicht nur für Juristen, die über die Gerechtigkeit neu nachdenken im Strafrecht, sondern dies eröffnet unserer Erfahrung, auch persönlichen Erfahrung, das Bild und die Gewissheit eines möglichen Weges. Eines Weges, der, wie Sie selbst sagen, auf den anderen schaut, nicht wie auf ein er, sie, sondern als wir, als ein zerbrechlicher Weg. Papst Franziskus würde sagen, demütig, aber real. Wir danken für den Trost, den Sie für den persönlichen Weg geben, für jeden hier im Saal und für die kulturelles Neudenken über die Gerechtigkeit. Danke sehr.